Nachdem ein neues Gleis verlegt und das Schotterbett gereinigt ist, kommen zwei weitere hochtechnische Gleisbaumaschinen zum Einsatz. Dies ist eine Zweischwellen kontinuierlich arbeitende Stopf-, Hebe- und Richtmaschine. Für den Aufbau und Planierung des Gleisbettes steht eine Schotterplaniermaschine bereit. Um eine homogene, stabile und belastbare Gleisstrecke zu erhalten, muss das neu aufgebaute Gleisbett entsprechend verdichtet werden. Gleichzeitig wird die Gleisanlage neu vermessen und ausgerichtet. Die sichere und komfortable Fahrt in einem Zug ist nur auf Gleisen möglich, die sich in der geometrisch richtigen Lage befindet. Mit etwa 35 Hertz wird der Schotter unter der Schwelle verdichtet, wodurch ein stabiles Schwellenauflager entsteht. Gleich nach der Stopfmaschine erfolgt eine Trassenkontrolle. Ist die Bahnstrecke elektrifiziert, muss man auch die Höhe der Oberleitung zum Gleisverlauf ausmessen. Das ehemals festgelegte Lichtraummaß zur verlaufenden Oberleitung muss in jedem Fall eingehalten werden. An jedem Oberleitungsmasten befindet sich ein Messpunkt zur Überprüfung der Gleislage zur Oberleitung. Ein weiterer Arbeitsschritt ist das Herstellen eines definierten Betonquerschnitts mittels einer Planungsmaschine. Ein Planierpflug besteht aus festen und verstellbaren seitlichen Leitblechen. Überflüssiger Schotter auf einer Seite wird über einen Kanal automatisch auf die andere Seite transportiert. Eine korrekte Verteilung des Schotters ist wirtschaftlich, damit nicht Tonnen von Schotter ungenutzt am Bahngleis liegen. Im Weichenbereich des Bahnhofes steht eine spezielle Stopfmaschine. Die Unimat 09 ist spezialisiert für Weichen und enge Radien. Bedingt durch die Weichengeometrie kann man hier nur mit einer Einschwellenstopfung arbeiten. Für eine optimale Stopfung muss die ganze Weiche angehoben werden. Dafür besitzt die Stopfmaschine zusätzliche Hebeeinrichtungen. Nach dem Stopfen der Weiche ist diese nicht mehr funktionsfähig. Mühsam muss man den in den Zwischenräumen zurückgebliebenen Schotter
von Hand entfernen, damit bei einer Umschaltung die Weichenzunge nicht beschädigt wird. Auch hier im Weichenbereich kommt die Planiermaschine zum Einsatz, damit die Stopfung die Weiche in ihrem Bett für lange Zeit in ihrer Lage hält, muss genügend Schotter vorhanden sein. Hier im Weichenbereich muss man mit der Planiermaschine besonders sorgfältig und konzentriert arbeiten. Beidseitig sind im Innenraum Stellpulte und die Planiermaschine wird über einen Zentralcomputer gesteuert. Zur besseren Übersicht besitzt die Planiermaschine mehrere Monitore zur Überwachung der Gleichstrecke. Hier an dieser Stelle verlassen wir die Planiermaschine. Im Bahnhof Neustadt gibt es noch viele andere Gleisbauarbeiten, über die wir im vierten Teil unserer Filmreihe berichten. Yeah.